Herzlich willkommen beim fetten Loser im Exil. Hallo und herzlich willkommen beim 17. Loser-Lausch hier auf Loser Inside. Ich hoffe, ihr seid gut aus dem Bett gekommen und hattet bis jetzt ein schönes Wochenende. Meines beginnt am Ende der dritten Staffel im Juli. Was haben wir heute im Programm? Also, da wären zum einen wieder einige Fragen, die ihr mir in den Kommentaren gestellt habt, und es gibt einen kleinen Ausblick auf die nächsten Wochen. Ja, und dann könnte dieser Loser-Lausch ein wenig kürzer ausfallen als sonst, denn aus dem Beitrag vom Freitag habe ich alles herausgequetscht, was ich an Infos finden konnte. Und glaubt mir, wenn ich schon die olympischen Verdienste des einstigen Besitzers des Northway-Hauses von 1952 erwähne, dann kratze ich wirklich schon am Boden des Fasses. Dennoch werde ich das Thema später noch einmal aufgreifen, denn ich muss einen Beweis erbringen, um eine Frage von euch zu beantworten. Und wo wir schon mal bei Fragen sind, legen wir doch einfach mal los. Die wohl drängendste Frage meiner Zuschauer nach dem Beitrag war: Wieso kommt denn nächste Woche kein Beitrag? Ist da ein Feiertag? Nein. Ich habe in meiner Verabschiedung gesagt, dass der nächste Beitrag in 2 Wochen kommt, weil ich damit den Running Gag aus dem Film aufgegriffen habe. Obwohl, das würde mir wieder mal ein wenig Luft verschaffen. Doch da ich von Luft und Liebe nicht existieren kann und es dann nächsten Freitag tonnenweise Fragen nach dem ausbleibenden Beitrag gibt von denjenigen, die meine Beiträge nicht zu Ende sehen, erspare ich mir das lieber und arbeite bereits am neuen Video. Dann hatte ich in den letzten beiden Wochen ziemlich viele Fragen danach, wieso ich noch nicht bei 100.000 Abonnenten bin. Diese Frage kam hauptsächlich von neuen Abonnenten und wir hatten das Thema auch schon mal, darum fasse ich mich kurz. Mich abonnieren nur etwa 25% aller regelmäßigen Zuschauer. Darum werde ich wahrscheinlich nicht so schnell dahin kommen. Und immer um Abos zu betteln, habe ich auch keinen Bock. Also übe ich mich einfach in Geduld und warte, bis ich irgendwann mal dahin komme. Denn Abos sind nicht alles. Auf die Inhalte und die Kommunikation mit der Community kommt es an. Ein Beispiel. Ich hatte jetzt 4 schwache Beiträge in Folge, die alle zwischen 23.000 und 28.000 Klicks bekommen haben. Wohlbemerkt, das sind bei mir schwache Beiträge. Nun habe ich aber bereits 39.000 Abonnenten. Und wenn man bedenkt, dass die Videos trotzdem über 20.000 Klicks generieren, dann muss man sich nur mal die anderen Kanäle ansehen, die teilweise über 100.000 Abonnenten haben, aber auf gute Beiträge nur etwa 8.000 bis 15.000 Klicks bekommen, weil sie zum einen keinen Austausch mit ihrer Community betreiben und zum zweiten zwar oft unheimlich informative, aber doch ziemlich lieblos heruntergekurbelte Videos nach dem Schema F produzieren. Ich denke jetzt zum Beispiel an Looper Deutschland. Die Übersetzung ihrer US-Beiträge kommt von Google Translator und auch nicht übersetzbare Wörter wie Love Interest werden 1:1 als Liebesinteresse übernommen und oftmals lieblos und monoton eingesprochen. Klar haben die auch Ausreißer, die durch die Decke gehen, die habe ich auch, aber mir fehlt da irgendwie das Herz. Wenn man so etwas macht, dann soll es natürlich irgendwo auch Geld bringen. Aber wenn man ohne Leidenschaft dabei ist, dann fehlt irgendwie was. Und ich habe sogar schon mal überlegt, einen Looper-Beitrag in meinem Stil neu zu vertonen und anzupassen, aber das steht mir überhaupt nicht zu. Jeder soll seine Beiträge so gestalten, wie er es möchte und wie es ihm gefällt. Das war jetzt nur mal ein Beispiel, um euch zu zeigen, dass Abos zwar sehr hilfreich für die Akquise von Werbepartnern und für die Algorithmus sind, aber im Grunde eben auch nur eine Zahl. Also macht euch bitte keine Sorgen deswegen, irgendwann komme ich auch mal dahin. Ja, dann wurde ich gefragt, wieso auf einmal wieder Filme unter den Beiträgen sind, da ich doch zukünftig die Filme weglassen wollte. Naja, also auf Horrorfilme trifft das ja auch zu. Aber es gibt so viele gute Filme aus den 70ern und 80ern, die kaum noch im TV laufen und da kann ich mich gar nicht ganz von verabschieden. Deshalb versuche ich so einmal im Monat einen Film zu bringen und das Konzept so ein wenig aufzulockern. Es gibt also noch Filme, aber eben nicht mehr in jedem zweiten Beitrag. Ja, und dann bin ich am Freitag im Livestream gefragt worden, was ich mache, wenn ich die 50.000 Abonnenten erreicht habe.
ja, also dann jubel ich erstmal und hüpfe hier ein bisschen. Oh, nein, nicht hüpfen, dann fällt den unten der Putz auf den Schädel. Nee, also ich werde dann eine kleine Roomtour veranstalten. Also nicht durch die ganze Wohnung, aber damit ihr sehen könnt, wo die Beiträge entstehen und wie sie entstehen. Denn ich werde dann wohl auch so ein etwas ausführlicheres Making-of in Form eines Einblicks in meine Arbeitswoche drehen. Und ihr könnt dann sehen, wie solch ein Beitrag wirklich zustande kommt und wie es hinter den Kulissen bei mir aussieht. Also seid gespannt. Irgendwann gibt es hier die große Entzauberung des fetten Losers. Ja, und dann habe ich noch einen kurzen Ausblick für euch auf die nächsten Wochen. Wir haben jetzt noch genau 12 Beiträge in der dritten Staffel und das bedeutet, dass auch 2 Specials dabei sein werden. Was ich da genau mache, werde ich noch nicht verraten, aber seid gewiss, ich habe meine Entscheidung darüber bereits getroffen und es sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Und ich werde eine kleine Liste mit Mega-Blockbustern aus den 80ern aufsetzen und der letzte Beitrag der aktuellen Staffel wird dann solch ein Blockbuster sein. Also freut euch schon mal drauf, es wird garantiert interessant werden in den nächsten 3 Monaten. Und noch ein Grund zum Feiern für euch, es wird zwischen der dritten und der vierten Staffel keine Pause geben. Ihr wisst ja, was hier gerade los ist und eine Pause kann ich mir derzeit einfach nicht erlauben. Also wird die vierte Staffel wohl direkt an die dritte Staffel anschließen, vielleicht mit einer Woche Verzögerung. Aber ihr werdet nicht wieder 5 Wochen auf neue Videos warten müssen, das ist doch auch was. Ja, und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende der Show. Und da habe ich einen Kommentar von jemandem erhalten, der fragte, ob ich durchgeknallt wäre, dass ich einen Dirigenten zum Terroristen gemacht habe in meinem Video. Tja, da könnte ich jetzt wieder ein Statement raushauen, aber da wäre jeder Atemzug eine Verschwendung. Ich will euch lieber den Beweis erbringen, dass selbstverständlich nicht alle Dirigenten zu Terroristen werden. Wahrscheinlich werden die allerwenigsten das. Aber manche werden auch YouTuber. Und das werde ich euch jetzt beweisen. Gesehen. Und damit darf ich mich für heute wieder von euch verabschieden. Ich wünsche euch ein ganz wunderbares Restwochenende und einen guten Start in die neue Woche. Ach, und tut nichts, was Dirigentenfreunde verärgern könnte. Wir sehen uns wieder am nächsten Freitag und bis dahin macht's gut, bis bald, euer fetter Loser. Und damit seid ihr mich auch schon wieder los.